der Jeminde Kelmes und Radio Sunshine präsentieren euch Karneval in Kelmes. Da jet andere traditionssundisch. Ja, lief Nerine Narre, lief Zuschauerinnen und Zuschauer, Karnevalssundig, das ist eine ganz besondere Dame für alle Karnevalisten, ganz besonders, und besonders ich kenne Hemo, denn kenne Hemo, da hieß es Möhre ähnlich, Rosenmontag, da würde der große Rosenmontag so, der ist dieses Jahr, wenn er geahndig, es ist hingezogen, wir waren ja auch der Sundig, der Karnevalssundig, wo du wahrscheinlich in die Werbung gehört hat, dass es da jetzt ganz spezielles hilft, der kenne Hemo, und zwar immer in einem utverkorten Saal, ist ähnlich hier so ein Schlüsselübergabe, und genau die Schlüsselübergabe ist dieses Jahr ganz klar, wenn er geahndig, eine Tradition Sundig, so kann man nennen, wo die ganze Vereine sich, sie stelle ich ein, nehme. Und die sind da auch da mit in Patronage. Allemal wie je, stünd da, wenn ich Schlüssel überjabe. Hier werde ich das ganze ganz kleinwendige verfilmen, damit der an Fernseher oder heim, über YouTube oder über irgendwelche Kanäle wie Facebook oder so aus Südtücke kennt. Herzlich willkommen euch allemal. Liebe Herbert, herzlich willkommen dich auch in die Rund. Dankeschön, merci. Und würde ich euch erklären, was seit Afjet hier, wir haben zwei Gesprächsrunden organisiert, wir haben Musik organisiert. Und natürlich können wir eine Schlüsselübergabe, ihr sucht auch genau. Also wird sich so eine Tradition so nicht etwas ähnlich gehört. Und fliegt mal von nur der Rund, und je kränger stellt sie uns vor, was nur in der öfter Runde Bios ist. Günther? Gut, mein Name ist Günther Krott und ich bin seit 2 Jahren Präsident der KG 1927 Hergenrat. Van der Lörse ist Freddy Vagerung Bios. Ja, hallo, ich bin Freddy Gérung, Van der Blau, KG Lustige Brüder, der Vizepräsident. Weil unser Präsident Kroll verhindert ist, der ist vielleicht noch mit Postpaketen unterwegs. Und ich bin unter der zweite Präsident noch Vizepräsident, langjährig, 34 Jahre in Blau. Und jung in den Verein. Ein Vorstand, der im Durchschnitt zwischen 30 und 35 Jahre ist. Und da passt das ähnlich ganz gut, dass so ein Dino wie ich dabei als Vizepräsident ist. Und wir haben hier viel zusammenwirken zwischen Ort und Jung. Und das macht ähnlich richtig Spaß. Und wir haben auch viele Jungen, die in den Vereine kommen. Deutschsprachige wie Französischsprachige, die kommen auch noch in den Vereine, wo wir einen platten Mulle, weil sie kennen, was wir nicht hören her sagen. Und Karnevalslieder können sie mit singen, aber sie können nicht mit Plattmühlen. Und da kommen wir heel veel jong in den Verein bei uns. Und wie viele jong sind, trekken jong weer jong an. Und man muss auch respektieren, ob die Idee auch ein Jahr. Und das klappt bei uns relativ gut. Und wir haben richtig einen Spaß zusammen zwischen Ort und Jung. Und selbst für meine Augen wie mich ist das heel motivierend, für wir zu machen. Ja, ich bin Freddy Renier, seit 15 Jahren Präsident des Karnevalskomitees Kelmis. Ja, ich bin auch Flöke. Ich bin, wann auch klinge, Karnevalsverein der andere hier, obersundisch. Ja, nee, ich bin noch Pinsel. Bert aber kann nur noch Pinsel. Robert Jöbels, seit 33 Jahren Präsident von dem Küchenspektakel. Ja, schön, dass ihr hier bei uns seid. Dankeschön, dass ihr die Einladung hier folgt seid. Für Hand natürlich hier ein paar Fragen an euch. Das wird unterbrochen mit Musik, damit es vor allem nicht langweilig wird. Und wir fangen jetzt ein, die Runde. Wir fangen einfach ans Links an. KG Hergenrat, seit 2 Jahren Präsident, ganz frische Präsident. Wir hatten Vollblutskarnevalis seit Klingobar, nämlich hat immer noch Kängerprinz begleitet, verherrend. Liebe Günther, vertell uns, wie kann man so einen Verein in die besondere Zeit wie nun so motivieren, dass sie immer noch zusammenhauen? Ja, also ich denke, da wir viel über Facebook oder auch über WhatsApp unterhalten, wir machen auch vieles hier zum Beispiel im Vorstand über Livestream, wo wir uns verständigen, um Projekte vorzubereiten, um auch einen Plan B in der Hand zu haben, falls es doch mal eines Tages richtig losgehen könnte. Weil man weiß ja nie, wie die Situation sich entsteht. Nun hat man gerade seit 2 Jahren dieses Amt übernommen und dann so ein Burik. Wie wird man damit fertig? Motiviert bleiben. Genau. Ja, und nur der nächste Frage an der Blau. Und zwar, wir haben das einmal mitgekriegt, der hat sich ganz gut verjüngt. Mit vielen jungen Leuten. Kannst du es dir jetzt darüber erzählen? Ja, das sind doch viele Jungen, die kommen bei uns in den Vereinen, Französischsprache, Deutschsprache. Auch wir haben platte Lieder, weil heim einfach nicht mehr will platt ihr Mull wird. Sie singen alle mal die Karnevalslieder mit.
Und das hat uns auch, durch weil wir viele Jungs sind, kommen natürlich auch während der Tricke Freunde mit. Und das hat uns eine richtig schöne Opwing gegeben. Also ich bin mittlerweile ein Dinosaurier bei uns in der Verein. Ich bin Vizepräsident. Und wir haben eh so ein richtig schönes Teamstuhl mit einem Durchschnitt von unserem Vorstand, der zwischen 30 und 35 Jahre ist. Da kann ich ans meine Hintergrund sagen, mit meiner Erfahrung, 34 Jahre in der Verein, auch jetzt hänger herum mit helfen. Aber was bei den Jungen ist, wenn die Markt wird, mit organisieren, klappt das enorm gut. Die rufen einfach, die kallen sich mit ein paar Freunden, Freundinnen auf, vor allem die Frauen bei uns in der Verein sind sehr aktiv. Und wenn ihr Markt muss werden, da kann man sich richtig drauf verlassen, da wird ihr Markt ein Optit gemacht. Also es macht echt Spaß, zusammen zu wirken, wie wir es in einem Moment laufen haben. Das ist schön zu hören. Ja, lieber Freddy, wir haben nur dieses Jahr jinge Prinz gehabt. Ich kenne Hemo, ist die Pandemie auch interessant für eine Neustrukturierung von dem Karnevalskomitee zum Beispiel? Ja, so ihr seht, das Jahr, was nun ruhig ist, kann man nutzen, um jetzt ganz Neues aufzubauen. Wir anderthalb Jahr hat sich ja die Kene Hemo 2.0 Gruppe zusammengefunden. Leider ist sie je klinger geworden als ihr dat. Da sind ein paar Rutsche gesprungen. Aber da sind viel viele Ideen Rutsche gekommen, die man eigentlich in der Zukunft noch erbauen könnte. Und es sind da jeden große Probleme, dass wenn Jung und Alt zusammenwirken, dünn, dass wir nächstes Jahr, wenn die Session wieder anfängt, eine schöne Karneval wieder organisieren kann. Kann man da als Präsident stolz sein, dass sich neue Karnevalisten formieren, wo jetzt ganz neues werden Leben da oben? Natürlich. Ich sage nur, ich bin nur 50 Jahre Präsident vom Komitee. Ich freue mich immer, dass junge Leute auch die Initiative ergreifen, um auch jetzt zu übernehmen. Weil noch eine gewisse Zeit können wir dasselbe sagen, so die Routine können gut. Und durch frische Wink könnte man ja eigentlich hier viel Neues machen. Also ich bin immer offen für alle Ideen, was noch Komitee kommen, um sie zu diskutieren und auch vielleicht zu realisieren. Ja, und nun kommen wir wie Flöke. Und wie der Öster sagt, dadurch haben wir Klingeln. Das will du nicht hier schon mit Klingeln. Kannst du uns Dinge Verein erklären? Ja, also der jetzt andere, der ist für Wurfjahr entstanden, Antik. Und super, haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt. Und da haben wir angefangen mit ein paar jungen Leuten zu kicken, was küsst, was machen. Rosenmontag, wollen alles mehr ein Klingfußgrupp machen. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir uns kicken, ob wir nicht irgendeine Ware kriegen. Und da haben wir eine Ware gewonnen in Halle Orwe herrend, in Auseere, wo alle Karnevalsvereine der Wegels stöhnt haben. In voilà, nun sind wir, wo vier dabei. Leider dieses Jahr nicht mit den Waren, aber wir sind eh dabei. Jumbo, über noch Pinsel? Ich würde sagen, wir haben noch Pinsel. Pinsel, bei dich hat er eine ganz große Strukturveränderung gegeben. Da ist Senior mit Junior Bier geschwitzt mittlerweile. Wer wirkt noch mehr, wenn ich zwei? Ja, Woudre, ich bin pensionär, also wirke du nicht neben mir. Scherz beiseite, ja, Zitroner Hut ist noch nicht ganz amtlich. Mit Zitroner Hut hat eine Führungswechsel gekommen, hier Küchenspektakel. Die Jungen können sich noch allemal bewerben, aber die Küchenspektakel sind, weil ich weiß, dass sie bis nun enge beworben. Und ich bin voller Schuld und Ruhe, wenn ich das Kuss an meine Jungen wiedergebe, dass der das wir wird, was wir haben vor 33 Jahren hier leben in Europa. Das heißt, das sind noch neue Leute. Wie viele Leute sind? Ist das nicht so ein vast Team, was immer wie, so mit 11, 12 Mann da sind? Ganz genau, 12 Mann. So, 11 Mann sind Leute in Ingvro. Die haben von davon nicht sehr übertrieben, die waren so auf die Bremse drin. Wir haben ein gutes Team Ort und mittlerweile vier junge Jungen dabei. Und es wird Zeit, dass die auch langsam Platz machen, damit die Jungen nach vorne kommen. Das ist die Zukunft und ob die Zukunft muss verbauen. Und schließlich müssen wir auch die Halle an den Tag stehen.
Ja, das ist richtig, aber ich löfe da, ich stand noch nicht an die Stelle, weil er hört noch immer, dass ich da älter, wir hängen noch immer rede, der Fan mit dem Trickgewehr entwickelt hat, alles ist in richtige Bahn gelöbt. Jünder, Herr Reinhardt, Kinderprinz, Löff, da hast du ein paar Wörter zu sagen. Hast du, haben von Schwur, Kinderprinz hätte Finger? Also in Herrenrat haben wir eigentlich keine Probleme, Kindersprinzen zu finden. Die stehen schon Schlange. Ich habe bis 2026 komplette Gespanne da stehen. Und ja, vielleicht liegt es daran, dass wir ein gutes Management haben, um die Kinder zu betreuen und die Eltern. Es ist bei uns auch ziemlich kostengünstig gehalten, sodass es sich eigentlich auch der kleine Mann sich leisten kann, mit den Kindern sowas zu machen. Ja, vielen Dank, Jünter. Freddy, direkt die Frau Jünter von Requir. Ihr herrjent jedes Jahr eine Kinderprinz. Ich kenne es für dich so jünger große Funde. Was ist an dich, wieso? Jeder nicht mit einem Kinderprinz, der große, jo, das kann ein Fragezeichen sein, wo wäre immer. Mit einem Kinderprinz haben wir auch momentan nicht. Ja, für nächstes Jahr auch haben wir Kinderprinz gespannt. Ja, die Problematik ist, seitdem der FTKJ alles A4 Jahre hat, hat sich noch jene Gruppierung gefunden, die hier die Kinderprinz gespannt begleiten wollen. In einem Komitee haben wir nur zwei Frauen gefunden. Das ist Karin Poth und Tamara Dessy, die sich hier nur um die Kinder kümmern wollen. Und wir hoffen da in der Zukunft, dass Odisch, auch wir in Kelmes, ein Kinder anmelden dürfen, für Kinderprinz zu werden. Ja, da übernehme ich den Blau. Und zwar noch ein Klingenfrage. Wir haben ja nur kritische Tische, wir haben nicht völlig machen können. Und wie mit ihr Mitglieder, blieben sie noch alle mal? Auf Verspringen noch auf, weil ich kann mich vorstellen, ich habe noch ein voll Echos gehört, weil sind doch nur der Wahl, es ist doch schön ohne Karneval. Schön heim, aber in einem Hall, Waralbube, heim ist es wärmer. Und wie ist es bei euch? Also ich muss sagen, bei der Kinger Dance Group, die haben auch in der Sommer trainiert, dann war Bootes. Und unser Trainer Frank Wagemanns, der ist dort ziemlich einfallsreich für sich erwählte Leute, was er bei der Stange da hauen. Und wir haben auch nur trainiert über Livestream, über Computer so. Bei der Gruter ist da ein anderes Problem bei uns, weil der etwa wett hier bis praktisch 30 Jahre. Und da sind nur verschiedene, ja, wie in der Oder ist, da werden sie schwanger. Und da kommen sie natürlich, manche sind früher ans Zurückkommen, aber nun nicht mehr. Nur haben wir natürlich eine Gruter Fluktuation da drin. Junger Matcher, die Arschtungen, was vorher noch nicht in der Verein waren, die kannst du nun nichts anbinden, weil du weißt nicht genau, wie geht das los. Sie trainieren nur praktisch so eine Art Fitness, wenn sie können, dort trainieren jetzt, was der Intervall ist in dem Moment. Das ist da einfach schon ein großes Problem, um sagen, Lok zu füllen, wie viel es immer kostet. Bei den Wagenbauern muss ich schon sagen, wir sind da so fast Team mit ein paar Jungen dabei gekommen. Und da haben wir ein Schmierl noch wie vorher, und da sind nicht die Probleme. Flöke, wenn man euch da hört, fünf Jahre noch bist du tätig in den Wagenbau. Wenn man ständig die neue Oblage so hat, ich meine, bei uns ist das eine Tradition, man hat sich an Österreich Phase geschwitzt, man will damit mehr Quirke. Da hilft immer, wir haben ständig neue Oblage. Wie geht man damit um? Kann man die einfach umsetzen? Wie muss man da überhaupt noch einen Präsidenten motivieren können in der Zusammenhalt? Ja, das ist, wir machen mit, wir kicken, was der Marke ist, und außer uns in der Verein kicken wir da, wie wir das umsetzen können. Oblage sind da für Etaue zu werden in der Marke für das. Und dann kriegen wir immer gut hin, und auch in Hallhofen, für der Warel, glaube ich, ist das immer gut. Ist es nicht bei euch, wo immer so zwei, drei oder vier immer dieselbe Werke muss, und die anderen sind da gnatisch, wenn man vier Werke? Ja, das ist, glaube ich, fast überall so, dass immer dasselbe an der Warel stöhnt in Werke. Wir haben unsere Gruppe da, wir haben das Jod, das ist Freundschaft, wir bilden neue Freundschaften mit anderen Vereinen, und das macht richtig Spaß auf Werke zu tun, Samstag, auf Abends. Doch, das ist fein. Also, wer hat immer mit Flamen Cook motivieren können? Das hat funktioniert. Ja. Das funktioniert? Das funktioniert, ja. Wer hat B, das ist auch gut.
Pinsel. Ja. Ich habe Klinge gebraucht noch Küchenspektakel. Ja. Da ist ja auch immer, wir haben euch von Generationswechsel, jung und alt, in den Vorständen und so weiter, mehr das Publikum. Du hast jung zu bedienen, du hast auch über 40 und über 50 zu bedienen. Wie jeweils da Änderungen in Zukunft auf wie ist das Konzept? Wie das Konzept? Ja, ich löf nicht davor, rote Änderungen werden ha, sehr jung und alt. Es werden Änderungen kommen über Zelt, also Zelt wird ganz neu geschaltet, thekenmäßig und so weiter. Ich will noch nicht davon warnen, weil wir wissen nicht, wo ich nicht. Ja, und mit der Musik, ich meine, das hat sich nur die letzten Jahre hat, ziemlich eher berührt. Davor, musikmäßig war, wenn er zu Recken, vier Uhr bis neun Uhr, ja, wieso, ich nur nenne von jemandem eine Wut trainen. Und auch Musik war von jeder Hand. Und ab Havertieren herum wird da die Musik von den Juren, die Karnevalisten, wo ich drüber stund, dass Karnevalsmusik ist, auch wenn sie heute nachts viel moderner geworden ist, wer muss Karnevalsmusik bleiben, es soll nie unachten, noch Disco-Musik. Ja, genau das. Und du kannst von Musik, und es sollte Zeit kommen, und zwar für? Ja, wir haben nur Duo. Die spielen auch jetzt auch Klamauk, das ist ja eine Traditionssondig, nämlich wir empfangen nur Dummendüll. Ist ich habe je ein Wert auf Freundschaft jeden Eid. Wahnsinn, Dumme! Wer wäre unser Karneval? Wer tanze, springe durch den Saal? Hört, lebe, genieße, wer bin je? Jawohl! Ein Wille, ja, nicht wieder noch hin. Nur jeden wäre richtig los. Ein singe alle mal im Chor. Hört, Leben ist lang noch nicht vorbei. Karneval, das Unterwerder bin. Ja, wer weiß, Unterwerder bin. So wie wer, ja, du, ja, du, ja. Das Leben ist lang noch nicht vorbei. Karneval, das Unterwerder bin. Ja, wer weiß, Unterwerder bin. Wer singe, schalalalala, schalalalalala, schalalalalala. Für uns ist alles wäre im Klo. Alles. Das schönste Diet von der Joch. Das Karneval. Wer stünde wäre im Obenbühn. Wer sind die Ecke mit Kostüm? Da Dölle mag wäre im Klon. Wer sind alle mal gesund? Nur jedes wäre richtig los. Wenn singe alle mal im Chor. Das Leben ist lang noch nicht vorbei. Karneval, das Unterwerder bin. Ja, wer weiß, Unterwerder bin. So wie wer, ja, du, ja, du, ja. Das Leben ist lang noch nicht vorbei. Karneval, das Unterwerder bin. Ja, wer weiß, Unterwerder bin. Wer singe, schalalalala. Wer weiß, und Putzstabeljeck. Putzstabeljeck. Mehr Jans bestimmt noch nicht perfekt. Ja. Wer hat das niemals verstanden? Händeln uns noch lange nicht der Ort. Ja, du mit euch, hallo mal. Hallo mal, hier meine Radio, meine Computer. Computer, alle mal mitmachen. Immer durchlaufen. Und Spaß machen. Das Leben ist lang noch nicht vorbei. Karneval, das Unterwerder bin. Ja, wer weiß, Unterwerder bin. Wer singe, schalalalala, schalalalalala. Hallo mal, nicht singen. Schalalalalala. Hör mich nicht, noch heller. Schalalalalala. Komm mal, ich muss dich singen. Jawohl, du!
Hölle. Ja, 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 ja. Dann was sind wir am oben Bühnen? Ja, ja, was sind wir am ja. Noch? Ja, ja, ja. So, willst du auch jetzt singen, Hü? Ich bin nur Rad, Hommer. Die sind nur alle mal, die sitzen nur hier, alle mal von der Radio. In die sind aus. En in de computer. En in de computer, ja, en die sind aus. Maar we hebben een grote radio, zie je, maar we zijn toch live binnen. En dan kan ze mij aanzagen, want ik heb nu een ganze grote künstler, die werd voor u zingen hier, ja. Live. En dan heet de post af, dat is nog niet gehoord. Lief, dames en heren. Het is leider aan het spier. Nu kun je het schrikken, zo bij je bar. Het is weer een druk. Lief, dames en heren. Ich will nur live hier singen. Und dann wollen wir alle mal zusammen singen. Da-da-da-dung. Da-da-da-dung. Da-da-da. Hör auf, dumme Schüsse, bis hier brüllen an der Radio. Die sind verrückt, von hohen auf. Nee, nee, Dülle, das sind die Fans, Junge. Fans, das sind die Radio-Fans. Das sind die Groupies. Wo sind mein Groupies? Und dann wollen wir alle mal singen. Da-da-da-dung. Da, 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 dong, und geht los! Machen wir fertig! Yay! Come on! Let's go! An der Radio! Wir sind doch dumme! Gegen Zehen, gegen Stock! Ja, wo die Kieken? Wer sind, wer am Dach? Ich bin da! Gegen Zehen, gegen Stock! Ja, ja, dumme! Dölle Kieken, da! Wahnsinn! Hör die so sein! Wer jünger zusammen springen? Springen? Wer fangen eine Tanze an, wenn dort alle je noch singen? Hör alle mal! Da-da-da-dung! 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 Jawohl! Da-da-dung! Da-da-da-dung! Kiegen Zehe, Kiegen Zoh! Und noch ein Kier! Noch ein Kier! Da-da-da-dung! Da-da-da-dung! So ganz schick hin! Da-da-da-dung! Da-da-da-dung! Da-da-da-dung, da-da-da-dung, da, da, Kiegel sehen, Kiegel sah. Kiegel sehen, Kiegel sah. Wo muss ich kicken, Oma? Wer sind, wer am da? Ich bin da. Kiegel sehen, Kiegel sah. Ja. Dölle Kiegel da. Ich bin eine Gruppe, ist in Radio. Es ist alles ganz egal, wer jünte zusammen springen. Springen! Wer fangen eine Tanze an, wenn dort alle je noch singen? Ich muss singen. Wenn alle mal. Da-da-da-dung. 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 Stimmung. Da-da-da-dung. 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 Kiegel sehe, Kiegel sah. Und noch ein Kier. Noch ein Kier. Da-da-da-dung. Da-da-da-dung. Weppa. Da-da-dung. Hey, klatsche! Hey, 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 hey! Wir sitzen nur heim! Und ich werde ganz bekloppt heim! An der Radio, an der Computer! Ich mag so Pratschek! Ich mag so wer! Kiegel sehen, Kiegel sah! Wer sind, wer am da? Ich bin wer am da für euch! Kiegel sehen, Kiegel sah! Aber Gruppis! Dölle Kiegel da! Wahnsinn! Es ist uns alles ganz egal, wer jünger zusammen springen. Springen? Wer fangen eine Tanze an, wenn dort alle je noch singen. Ich will nur singen. Hör doch mal! Da-da-da-dung, da-da-da-dung, da-da-da-dung. Hallo Radio! Da-da-da-dung, da-da-da-dung, da-da-da-dung. Kiegen sehe, kiegen so, und noch ein Kier. Noch ein Kier. Da-da-da-dung, da-da-da-dung, da-da-da-dung. Tom, Tom! Danke! Tschüss zusammen! Ciao, ciao! Ja, Junge, die Art Wölljore oben eine Bühne, eh Kelmes in Umgebung stünd, dumm in Döls, anders der Pfingste Lätschere Brat. Ich bin da natürlich, der hat noch uns richtig können mitsingen, in das ganze Jäve, was er so um Karneval auch Jäve könnt. Und wer sind wir mit uns Präsidenten, mit Wagenbauer, mit vor allem Verantwortlichen verbunden, und eine keine Hemo-Karneval? Ja, und wir haben die Schlussrunde, das waren aus Österrund langsam Tische, und wir haben ähnlich in generell vor allem mal, wie sieht man die Zukunft? Man kann sagen, wir haben ja nur ein ganzes Jahr Pause gehabt, Jekringer hat vor sich gesagt, auch verküstet, das ins Ändern, das ins Ändern. Da Inge sagt, nee, das ist Jode, so, für mich läuft alles perfekt. Wie sieht der das? Fangen wir uns her, an, bei Jünter. Du bist zwei Jahre Präsident, ich könnte, du kannst einfach Sachen verloren, einfach lupen. Ja, so einfach laufen lassen, das wird bestimmt nicht gehen. Aber wir versuchen, die Jugend mit bei uns einzubinden und auch ein bisschen modern zu werden. Aber trotz alledem wollen wir den
Grundkarneval festhalten im Verein, also die Tradition, die soll nicht gebrochen werden. Aber wir gehen trotzdem einen geschmeidigen Weg, wo wir alle zufriedenstellen können. Ich denke mal, das wären wir auf einem guten Weg. Ja, wer auch, wer will ob die mixtische Tradition ein neu hochhauen, das will auch bei uns Sitzungen, wo wir alles mit eher Kräften machen. Und wo wir bis now echt noch jene Probleme haben, dass wir da küsste den Kött fallen. So, ja, das sind neue, mit jungen Ideen, neue Ideen, wir die machen wollen, was natürlich eine Auffrischung von dem Programm ist. Ein Junger, die Brett kann da auch wieder Junger A. Und in der Weg hoffen wir auch, wir zu machen. Und auch wenn ich den Wagenbau, da muss ich sagen, in die Halde auf, da haben wir viel zusammenwirken. Auch durch die verschiedenen Vereine, wie mit Flöke da und so. Und da haben wir Freundschaften geschlossen zwischen verschiedenen Vereinen und zwischen Jung und Ort. Und das ist auch eine Belebung von der Karneval. Und da sind ich für die Zukunft mehr positiv für. Und auch wenn bei uns in einem Verein mit viel Jung ist, also ich sehe die Zukunft positiv. Wenn wir das nur in der ganzen Hände kennen, haben wir auch so rüberkriegen und so. Da haben wir viel erreicht. Freddy? Also mein Wunsch ist es eigentlich, dass Jung und Alt zusammen Karneval feiern können. Tradition und Moderne sollen zusammengefasst werden. Und für die Zukunft möchte ich, dass man in den Vereinen auch die Jugend zuhört, um Änderungen auch zu akzeptieren. Des Weiteren hoffe ich, dass ich vielleicht nicht 20-Jährige, aber vielleicht 30- oder 40-Jährige motivieren könnte, ins Komitee zu kommen. Es ist zwar nicht gerade das Schöne, sage ich mal so, das Komitee arbeitet und kann leider nicht oft feiern. Wenn die anderen feiern, sind wir für die Sicherheit oder für alles andere zuständig und manchmal kommen wir schlecht rüber. Aber wir sind für alle Karnevalisten in Kenehemoland da, um die schönen Tage gemeinsam zu feiern. Flöke? Ja, also wir haben das letzte Jahr neue Ideen zusammen bei uns in den Verein. Wir haben auch jetzt würde sie noch für dieses Jahr. Lass uns überraschen. Wir kicken über das jetzt. Pinsel? Ja, ich glaube, ich habe euch gerade genug vertraut. Wir haben vier junge drei, die wir langsam wollen, daran heranführen, dass es wie ihr geht, auch für die Jugend so wie ihr geht. Und die Frage ist ja, nur das Jahr Paus, wir haben doch die jetzt überlegen, Leute. Allemal. Und wir probieren auch, wir haben eine Idee, die wir dieses Jahr wollen umgesetzt werden, was leider nicht hat können klappen. Wenn die was wollen, ausbauen, damit es wir geht. Und ich wünsche euch allemal junge Gesundheit, das ist vor allem Dingen, was gilt, dass wir das nächste Jahr wir sind, wenn Karneval in Kenehemoland wieder wird. Das ja. War ein richtig schönes Schlusswort für uns Österrund. Lief Karnevalisten, das ist unsere Tradition, so nicht von der Österrund. Es können nicht werden, wir nur können alle schon Musik. Genau, und zwar mag vor verblieben noch Jans Kleveneke in der Ulk, nämlich da kommen nur der Jörljunge. Die haben zwei charmante Lädchen, wo weht ihr ja, wie das ist. Jörljunge, holle Dix, auer Klamau geruht, in Marke, wer mir nöst tut. Und genau das werden wir hören. Viel Spaß mit der Jörljunge. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Da könnt ihr nicht doch klössen auf der Heim. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Drum lad uns alle fröhlich sein. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Da könnt ihr nicht doch klössen auf der Heim. Ja, so ein klasse Treffen, das ist fein. Drum lad uns alle fröhlich sein. Als Kinder waren wir immer gehen nicht. Doch ohne Schul, da könnt man unterrichten. Doch hör ich sie, doch allernötigste Hit. Dat man sich freut, wenn man sich noch sieht. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Da könnt ihr bitte klössen auf daheim. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Drum lad uns alle fröhlich sein.
Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Doch könnt ihr bitte klösschen auf der Heim. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Vom Lodushalle alle fröhlich sein. Lang ist es her, dass ich dich nicht sehe. Da wird ihr Wort, was ist, was mört mehr sie. Wo ist es Finsche, Triske, was der Ding? Ich glaube, Trütsche, das kriegt noch ein Kind. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Doch könnt ihr bitte klösschen auf der Heim. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Im Lodushalle alle fröhlich sein. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Doch könnt ihr bitte klösschen auf der Heim. Ja, so klasse Treffen, das ist fein. Im Lodushalle alle fröhlich sein. Jawohl, da war ein Liedchen von Jeles und wer mag ich direkt wieder? Ob der Traditionssonntag, Leute werden nur der Ach Robin Raffluh. Hey, Schunkle! Der Alter Schrode ruft. Endet im Schroderan, der Kirchschroderan, in der Kapellschroderup, da ist uns Tag, die Lope wär je ran. En Domi Rode wäre triste noch allein, da ist uns Tag, die Lope wär je ran. En doch die Rote wäre triste doch allein. Hat wäre Torbens Langeweile gen verlorens Hund. Und wenn da ein Dörde Petrus macht de Lampe gut. Was jede da hat Schöneres als de Schrote Note Jur. Weil Hebeus se Kermes an ferne Finger tour. Der Albert Schroderup endet im Schroderan. Der Kirchschroderan, wenn der Kapellschroderup, da ist uns Dach, die Lope wär je ran. Triffst du noch allein? Da ist uns Tag, die Lope wär je an. En Domi Rope wäre, triffst du noch allein? Auf Weihnachtsmahl, auf Braderie, auf jede Autoshow. Du bist das hat verkellemes. Nur im Dormedelpunkt. Ja, wenn wir zieren, dekorierte Wanne hangerut. Zur Attraktion war Bienenbret, Bellus, geliebte Tour. Der Alrock Schroderup endet im Schroderan. Der Kirchschroderan, wenn der Kapellschroderup, da ist uns Tag, die Lope wär je ran. En Domi Rode wäre triffste noch allein. Da ist uns Tag, die Lope wär je ran. En Domi Rode wäre triffste noch allein. Höhepunkt steht noch, höre nur doch nicht mehr lang. Wenn Karneval de Minche hesen, Mutter an den Band. Da wett ihr wir den Spaß gemacht, doch Karneval zog je Lutz.
Einmal wäre im Lob, wer da aus heiß geliebte Tour. Der Albert Strahlerock endet im Strahlerar. Der Kirch Strahlerar, wenn der Kapell Strahlerock, da ist so stark. Die Lope der Jahr, wenn doch die Rote wäre, triffste noch Alarm. Da ist so stark, die Lope der Jahr, wenn doch die Rote wäre, triffste noch Alarm. Alarm! Ja, Wölmolz, merci an die Jöl-Junge, die bringen immer wer am Klamauk. Und zwar Utjene Karneval war früher bis hü, einfache, fantastisch Duo. In die Sünd, Uden Rehe von der KKG Ulleck. Dankeschön an die Jöl-Junge, wir sieht uns garantiert wärm. Und zwar irgendwann oben Sitzung von der KKG Ulleck. Nun kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar kennt ihr den Traditionssohndich, der hier wird immer ein Schlüssel übergabe. Dies Jahr jedet jetzt ganz ähnlich in der Karneval 2021. Jawohl, lief Karnevaliste. Und zwar, hier haben wir auch unser Bürgermeister und Jean-Marc als Vertreter von der Ex-Prinze. Und wie jetzt hier in so einer Sonne gehört, da muss die Regierung der Schlörtel aufgeben, wenn ihr Mingdehus und dann ein Ex-Prinz, ein Narre geben. Richtig. Ich übergebe das Wort. Richtig, so ist es. Tradition seit sämtlichen Jahren, dass ihr Mingde der Schlörtel übergeht. Dann ist es an der Orwiver und dann ist es an der Prinz oder eben an der Ex-Prinze, die ja dieses Jahr auch wären, würde ich sagen, der Prinz vertreten, würdig vertreten. Wir haben auch jetzt besonders erwähnen lassen, weil wir haben das Motto dieses Jahr. Und dieses Jahr ist das Motto Maskenball, und da will ich auch jetzt ganz kurz sagen. Das Jahr 2020 geht uns nicht mehr unter den Kopf. Ganz düster Wolken trugen an den Himmel ab. Ein Virus namens Covid-19 Jungs auf den Nerven. Hier war was China gekommen, aus der Spaß zu verderben. Wohl Leid und Träne hat er den Menschen zugefügt. Nur könnte eine Mutation, als ob das Öste so aus nicht genügt. Lockdown, Pandemie, Homeoffice. Ein neues Wort musste wer aus ihr wähnen. Wir sind noch nicht Landschmitz Backes, lot aus mehr bähnen. Mit unser letzter Karneval 2020 lot wir uns nicht versauen. Du wart noch ins richtig ob ein Pauke gehauen. Du hau wäre ander Problem. Ohne Prinz trug fer durch die Straße. Jinger Prinz, ich kenne es, er so jetzt höver uns nie drüben lassen. Wieso hau jinger Bock, fällt et Geld, de Flocke auf de Knete? Da kommen wir nie hinger, wir sollen et niemals weten. Du throne aus Ex-Prinze in Erscheinung, sa haue hin en her überlad und Hand für de Schutzmann ja saat. Wer übernehme das Prinzenamt, wer dünnt dem würdig verträne. Ene Saal ob eine Prinzenwarel auf der Sohn schinkt, auf die Träne. Die Idee kommt gut an, man hurtet an alle Ecke. Das ist der Hammer, woret Echo war alle Karnevalsjäcke. Die Lü wohnte dat Klasse, dat war viel. En die Ex-Prinze wurden so mit und mit immer mehr. Der Jean-Marc, der Stanny, der Kroll, der Serge, holen die Tür auf, Jans auch Mitglieder, kommt er in eine lockere Gruppe. Allemal zusammen auf eine Prinzenwarel, das war der Knall, das war ihr Sicht, was Kellemes, das war unser Maskenball. Liebe Jean-Marc, als Vertreter von allen Ex-Prinzen, möchte ich dich hier jetzt ganz besonders überreichen, für ihre Bemühungen, und zwar ein original neu Kellmeser Maskel als Küche. Voilà. Mittlerweile lebt Nerinnen Narre Handfähre in Corona-Krise an der zweiten Welle. Somit wäre wir unser Karneval diesmal mehr virtuell. Alles ist aufgeblasen, Jans verzichtet dünfer auf jene Wahl. Der Schreiner wird in seiner Werkstatt der Buch in der Jübestahl. Der Huser Hand zieht prunkvoll, das ist nett. Heim mag wir mit Mam ein Polonaise im Bühelbrett. Wir haben der Pfingste Karneval, der ob Sünd versteht wie ne Gockel. Unser Küsch steht mit Tränen in den Ohren ob singe Sockel. Denn dieses Jahr wird der Karneval still und leise. Jeder ringe wie er will, jeder ringe
ob sing weise. Nächstes Jahr, meine Hoffnung lädt mich nie im Stich, wir werden zusammen, du, Herr, und ich. Da wird wir eine Stimmung gemacht, da geht der Bus auf. In diesem Sinne, Gelmes, dreimal, Alaf! Ex-Prinze, Alaf! Gelmes, Alaf! Ja, liebe Luc, das war ein super Red. Also du, wenn Inge in dem Programm wann noch eine Bitte ein Redner fällt, das ist der Mann. Jean-Marc, kannst du so etwas dazu sagen? Ja, da ich würde mich natürlich bei der Herr Bürgermeister bedanken. No, das Schlörtel war für ein Schuch. Ich habe ihm noch, ich habe nicht alles geplündert mit der Schlörtel der Ohren. Habe ich nur eine Fingerorden kriegen, viel Maske. Pass wird Motto Maskenball, voll mal merci. Natürlich würde ich mir in den Namen von Ex-Prinzen bedanken, erstens für die Fingerwörter. Die du aus der Jehova hast, und dann natürlich auch für die Unterstützung, die du aus der Jehova hat, für das Vertrauen, das du aus der Jehova hat. Und du hast gesagt, verdören, an mir oben ein Prinz war, da ist die Idee zwischen 10 und 12, und letzte Woche natürlich voll Mühe. Mit hat uns dermaßen viel Spaß gemacht. Ich glaube, es hat den Leuten gefallen. Ich sage, wenn uns selber, wir sind selber Ex-Prinz in guter Familie geworden. Die Frauen haben sich bei ihr, du, was wir ja nicht wussten, die sind mit Kostümen mit ihm marschiert. Da die so ein Fingerhub wurde, so eine richtige Familie wurde. Waren die Frauen aus Jübe genannt, damit sie ohne Namen haben. Weil ich muss sagen, ich habe jünger von uns Lädchen durch. Das war ja super, so gesagt. Und der Dank an euch, natürlich, der Dank an Komitee der Fanteure machen. Ich muss auch Edel sagen, waren die Tradition so unterschieden. Waren gestern Fingveranstaltungen an der Fernsehen können sie organisiert durch ein Team von Mirko. Hier einfach können Tradition, kann man es sehen. Und dann fahren sie, was doch völlig in ihrer Hand. Wollen wir merci an die ganzen Jungen, die das hier Brett gemacht haben, die ihr direkt haben für das. Das war wirklich eine Fing-Initiative. Und ich hoffe, wie der Bürgermeister gesagt hat, dass wir nächstes Mal alle unser Finger-Karneval wieder können. Dankeschön. Wollen wir merci, Jungen. Dankeschön. Ja, liebe Karnevalisten, das war unsere Schlüsselübergabe. Natürlich, wie Österreich gesagt, der Karnevalssohn dich, der Traditionssohn dich, jetzt an dich. Wollen wir uns merci, Jean-Marc, wollen wir uns merci, Luc. Mehr wir haben nur noch jetzt Spezielles. Und zwar, wir haben vor der Karneval ein paar Werke, haben vor Gespräche gehabt mit einem ganz interessanten Mann. Und zwar, wenn Köln noch drei Stirn, die ganze junge Betreuer geht, und war das Festkomitee. Und nur könnt ein Grußwort, wenn Köln noch drei Stirn. Leifjäcke in Kelmis. Faste Laufen zu feiern, das können wir gut. Spaß und Freude zu machen, das litt uns im Blut. Doch wir kennen uns die Welt von Berlin bis Hawaii. Bei Viva Colonia, da sind wir dabei. Die Stadt mit K ist die Stadt, ob die wir all stunden. Und da däten wir selbst zu Fuß hinjun. Wir trinken jen eine mit und tun jen lachen. Denn wir sind Kölsche Junge, was willst du machen? Der allerhöchste Tag bei uns, das ist klar, das ist der Rosenmontag. Einmal im Jahr. Und wenn der Zug dann kütt, und das ist nicht gestrunzt, ist das schöner wie hellig Ofen für uns. Wie Claim Pens können wir uns freuen, ston innerlich Kopf und du nix bereue. Fühlen in Dankbarkeit tief in uns drin und spüre, was das heißt, ne Kölsche zu sein. So haben wir das all die Jahre gemacht. Und hätt irgendwann uns ins einer gesagt, et künd anders sinn und anders kumme. Der hätte man doch nicht ernst genommen. Unvorstellbar war für uns die Idee, dat mir Jäcke in Kölle he, ins keine faste laufend han und keiner oben sitzen kann. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, da kütt der faste laufend und mir sind all bereit. So wie in dem Lied und dat ist keine Witz, wo das für uns alt ein Naturgesetz. Wie es noch jeder nach ne Moje geht und noch jedem Rhein de Sonnruss geht, wo für uns alt Escher Mittwoch gewiss, dat af November wieder fast leer ist. Dat et anders kam, dat wissen wir all. Doch leider hätt uns dies Jahr in dem Fall eine fiese Möpf von Virus, ganz dreckeleer Art, eine dicke Strich durch die Rechnung gemacht. Dat Düvelsdale, dat hätt is kalt. Uns Leve, ob der Kopf gestalt. Und noch dem Letzte ist jetzt klar, dat nix mir is, so wie es war. Wir sind still geworden, unbesinnlich. Dat is grad für uns Kölsche ziemlich mühsam, so ohne Jäckes Pläsier. Und mir han da drüm, et arme dir. Doch bringet nix sich zu beklare. Jetzt eets räsch, müsse mir et ware.
mit Frusen und der kleine Sache uns jähesigig freut zu machen. So dat mir all auch ohne zu viere uns Zuversicht und Kraft nicht verliere, Wigger zu machen und auf Führe zu lure, statt Drösel zu blase und sich zu bedure. Zusammen zu stonnen, dat ist tendenziell ein zweifelsfrei paradoxer Appell. Denn führende Zick, wo zusammen zu stonnen, gleich zickig bedück, nicht zusammen zu stonnen. Und auch dat Motto in der Session ist grad für uns Kölschen echte Mission. Mir sind der Meinung vermutlich etwas noch nie in dem Motto so hochklein gepasst. Zur Lage im Land und in der Region, zum jähste Zick und zur Situation, gilt von morgens früh bis am Abend. Nur zusammen sind wir fast lovend. Wenn Kölle und der Rest der Welt und jeder jetzt zusammenhält, dann kriege mir dazu ja hin, selbst ob Distanz, uns noch zu sinn. Dazu gehört auch zu akzeptiere, drup zu verzichte, kräftig zu viere. Sich war dat anbelangt, ne Pause zu jünne, nächstes Jahr wieder viere zu gönne. Bis dahin drehte jeder Fetz, de faste laufend, de fin singemetz. Deit im da, wie Pflänzje bejieße, und löt im nächstes Jahr wieder sprieße. Mir verspreche ich, dann jedet herund, et jed wigger, und dann schlägt uns Stund. Über Kölle geht die Sonne wieder ob und dann sind wir all zusammen, jo drup. Ma fiere et läve, hück oder nie, singe, dat is Heimat und Lev Marie. Super jeile Zick und auch ob dem Maat, solang die Lichter noch brenne, sind mir parat. Dann schlare ma kräftig die dicke Trumm, sind radadoll zu Tschingderassabum und sahre der janze Vire Bayage, tschö, mach dich forte und leggens am Arsch. Pass jodo bisch ob und blit all gesund. Und sit euch gewiss, se küt wieder de Stund, wo Trömmelche bei uns wieder jäht. Dat weht passere, solang der Dumm steht. Mir drei sind jetzt fort, hüre ob mit dem Klav. Von Herze Gesundheit und Kölle Alaf. Das Kölner Dreigestirn wünscht euch ganz viel Spaß bei eurem Traditionssonntag. Und ganz besonders grüßen wir den Bürgermeister Luc Franck. Das war aus Vründe aus Kölle. Eine Klinge groß von Kölle noch keine Hemo. Vollemals merci, dass sie sich ein Titel genommen haben. Hü bei uns, wenn ich das vertelle. Dankeschön, denn ich glaube, da können wir uns echt Hemo bedrehen. Mal kräftig Kölle. Alla. Keine Hemo. Alla. Kölle. Alla. Ja, drück in die zweite Runde. Herzlich willkommen für diejenigen, die sich hier ans Klevenneke Spieler zugeschaltet haben. Verhandelt just hier. Normalerweise ist die Tradition so nicht dafür da, für das Schlörtete überjäve an der Prinz, beziehungsweise nur an der Ex-Prinz. Und es hat dieses Jahr Maske gegeben, jetzt ganz spezielles, jetzt originelles für die Karnevalssession. Genau. Und wir sind nun in der zweiten Gesprächsrunde. Und wir haben hier schon Bild für uns. Der vier Ex-Prinzen sind da. Und Stani. Stell dir uns vor. Ja, Lev Karnevaliste, ich weiß, muss ich mich noch vorstellen? Der Kelmiser denkt, ich kenne mich für die anderen. Ja, mein Name ist Stani Hoven. Ich bin seit 50 Jahren Präsident von der KKG Ulk zu Kelmis, wo vor 60 Jahren Ohrensprinz in Kelmis. Ein Karneval ist einfach mein Leben. Das ist mein Hobby und das lebe ich halt ganz einfach. Also? Ja, Lev Karnevaliste, also wir kennen mich unter dem Namen Osse. Und ich habe mein Amt als Präsident noch der Klinge übernommen und bin seit 2000 hier Präsident von der Dragoner Vamorsend. Und da jünfer übernommen. Jean-Marc? Ja, einen Abend zusammen. Mein Name ist Jean-Marc Laval. Ich bin verantwortlich, wie man das nennen kann, von der Ex-Prinz. Ich war selber Prinz, Session 1998. Marco? Ex-Prinz, auch für die Flitsch-Jury. Norwen zusammen, ja, ich bin Marco Röhl, bin amtierender Ex-Prinz und natürlich Präsident auch von der Flitsch-Wagenbauerverein. Ja, und jetzt kommen wir nach Indra. Ja, mein Name ist Indra und ich bin Teil der Kinehemo 2.0-Gruppe und gleichzeitig ein Mitglied der Gruppe Pratschek, das sind wir.
Ja, liebe Stani, wang wir an die Rund, wird sich so gehört, und Frau Wenneke Dörsch, als erste Kandidat bei uns für diesen Abend, liebe Stani Sarosens, der hatte so viel Lü, die bei euch immer jetzt um den Bühnen marke. Ehe Kräfte, NNN, da hat er wirklich nicht mit der Klare. Und trotzdem muss man immer während Kämpfe von der Saal heute Stars wohl zu kriegen. Das ist in der Tat so. Karneval ist ein Vieh-Hobby, ist ein Fing-Folklore. Wir sind froh, dass wir über das ganze Potenzial verfügen. Nichtsdestotrotz, wenn eine Sitzung nicht so rüber geht, macht sich das direkt auf die Besucherzahlen, wenn das Jahr drauf bemerkbar. Also wir müssen immer wieder daran wirken, dass wenn die Leute noch eine Sitzung kommen, dass sie ein Programm gebaut kriegen, was kurzweilig ist und wo sie lachen können, wo sie schunkeln können, mit einem ganz bunten Programm gebaut wird. Und wir haben das Glück, dass das überwältig, ja, 50 Jahre mit Ehekräften machen zu dürfen. Also wir sind viel, viel froh. Stot würde ich auch sagen, aber vor allen Dingen froh, dass wir in dieser glücklichen Lage sind. In der Jönfrau River, nach Osterrunde, war Mosen, unter dem Brück, Osse. Osse, du hast eine Hilfstärke rein hinter die Stur. Und da hat auch Hilfe und Ehekräfte. Mit der Bütten reden und ihr Konzept von der Sitzung. Kannst du es dir drüber sagen? Ja, also wir haben immer gesagt, wir bleiben auf jeden Fall ich in der Hemo. Das ist für uns verdammt wichtig. Und wir probieren auch, die Bühnenredner auf andere Vereine zu übernehmen oder zu fragen, ob sie hier bei uns auftreten wollen. Und vor allem auch Chancen geben an Neuen, die auf die Bühne kommen wollen. Das ist für uns sehr wichtig, auch bei uns in den Vereinen, ob das auch die Kombination von Herren und Morissette mit der Tatas 2.0. Voilà, Tatas 2.0. Ich glaube, das funktioniert prima. Und die haben auch Succes. Und da sieht man auch die Freundschaft zwischen den Vereinen. Und ich glaube, das ist bei uns, wie wir immer sagen, Kameraden sind, das bleiben wir. Ich glaube, das ist das Wichtigste zwischen den Kinemo-Vereinen. Das sind ein paar schöne Worte. Jean-Marc, als Ex-Prinzen-Anführer, so kann man das nennen, der hat dieses Jahr bzw. fürs Jahr eine ganze große Objab gekriegt. Der wird ähnlich in den Ruhestand gegangen. Normalerweise als Ex-Prinz muss man sich nicht mehr wollen, um alles zu kümmern. Plötzlich tun keine Hemo da ohne Prinz. Da hat er das mit Bravour gemeistert. Als Ex-Prinz da noch ein ganz großes so Komitee bietet und da sind immer dabei gewesen. Ich könnte da momentan uns loben. Wer würde der das noch eins machen? Merci, dass du es lobst und dass du das so gut findest. Effektiv, der Komitee ist zu Anus Jeroen. Er hat gefragt, aus Fällen Prinz, hat er eine Idee, was vermarkten könnte. In uns rund ist zu die Idee gekommen, ja, sollen wir das dann nicht übernehmen? Das haben wir auch direkt eingegangen. Anders direkt bei jeder Saal, denn alles von Anfang bis hin geplant. Es war für uns ein toller Tag, noch das zweite Mal, sehen mit der Leben. Nehmen wir an der Saal, hätten marschieren, wir glücklich wird als Prinz mit Rosenmontag. Also, das haben wir noch nie gehofft. Wir waren im Moment 12, und jetzt so was ist hier. Ex-Prinz und Prinz, das haben wir nie gehofft. Marke küsst das nicht noch uns. Du kannst nicht zweimal Prinz machen, du küsst doch die Idee nicht zweimal machen. Aber ich schwöre und glaube, dass wir doch für die nächsten Jahre doch Prinz haben werden, Prinz auf Finger werden. Aber es war unvergesslich, ja, das auf alle Fälle. Nur Jungfrau über noch Marco. Marco, du bist auch Ex-Prinz, aber du bist auch der Präsident von der Flitsche, stimmt das? Ja, richtig. Da erwartet uns jetzt über der Flitsche. Ja, der Flitsche ist ein Warenbauverein, was seit lange erzielt. Wir konzentrieren uns mehr auf den Wagenbau. Da wir einfach, sage ich uns jetzt, eine große Ware und auch außergewöhnliche Kostüme. Die wir natürlich auch Marke lassen, nicht Van Stang. Die werden genäht. Ja. Und, wir sind nicht gut, aber so wette ich Lü in den Verein. Ja. Und hat er doch die Motivation, für an der Ware zu wirken in die Kau? Ja, also das ist wie bei jeder Ringe. Immer dasselbe, was an der Ware wirken. Aber die Gruppe die hat richtig Spaß. Und, ja, mein Pap zum Beispiel. Die kriegst du nicht gehauen, für Karneval ist es, wo ich gedacht habe. Ja. Merci.
Ja, liebe Indra, Kinehemo Karneval 2.0, das ist eine ganz große Überschrift. Wir haben würde ich auch wohl in Presse gelesen, es kriselt, wenn es ist auch nicht einfach, wie Vereine Bieter hauen. Es ist auch nicht vereinfach, sowieso eine Karneval als Obergrund, denn auch mit neuen Motivationen immer wäre man am Ende kommen. Der hatte ich jetzt neu so einen Stirn geschrieben, nämlich Kinehemo 2.0. Was kann man damit bezwecken? Und vor allem, macht einen Namen auch einen Neuanfang? Ja, also wir haben im vorletzten Jahr uns zusammengesetzt mit verschiedenen Karnevalisten mit dem Ziel, Karneval etwas interessanter zu gestalten. Natürlich mit dem Hintergedanken, die Tradition zu behalten, aber trotzdem auch was Neues mit reinzubringen, was vielleicht den Leuten wieder Spaß macht, auf die Straße zu gehen, das Ganze anzugucken. Wir haben viele neue Ideen eingebracht, wie es auch letztes Jahr schon gewesen ist. Und ich denke mal, es ist im letzten Jahr auch verdammt gut angekommen. Gibt es jetzt schon große Projekte, die ihr sagt, das ist wirklich das, was wir in den nächsten Jahren vorantreiben? Wir haben uns jetzt einige Zeit nicht mehr getroffen aufgrund von Corona, leider Gottes. Aber ich denke, wir werden die Karnevalstage im Einzelnen angucken, werden das durchleuchten und werden dann mal schauen, was dann draus wird. Nur haben wir jetzt hier, was dazu alles dürft. Die erste Gesprächsrund, nur für Klebeneke Musik wäre Marke, der lauter Woche paar Tiroler, Evelie. Jawohl, und zwar der Los Canonos. Voll Spaß mit Los Canonos.
So, liebe Karnevalisten, nun haben wir schon geschunkelt und getanzt und gesungen. Heben natürlich. Und nun ist der zweite Teil von der Rund 2, Stani. Für euch ist der ganz gut Jahr, mehr auch ein schwieriges Jahr für euch. Und zwar, der hat Jubelfest. In der Tat, nächstes Jahr, 2022, ist das Jubelfest. Da wir werden dritte Mal 11 Jahre. Das heißt, dass wir normalerweise dieses Jahr in November Ostolität sollen proklamieren, der da als Jubelprinz das ganze Jahr fungieren wird. Und wir haben das auf eine Karte geschrieben, wir haben ein super Motto gefunden für das Jubelfest. Ich werde das natürlich noch nicht preisgeben, das wird fröhlich. Aber nichtsdestotrotz, das heißt, dass wir trotz allem, wenn wir auch gebremst worden sind, immer noch an Twerke sind und vorausschauen in die Zukunft. Und ich kann euch sagen, wir haben Advirements jetzt ganz anders für, wie was bis nun immer Standard gewesen ist, wenn der Jubelfest war. Wir wollen uns mehr orientieren nach der Jugend, weil das ist letztendlich unsere Zukunft. Und wir werden dieses Jahr auch ein ganz anderes Datum wählen. Und zwar haben wir für das Jubelfest das erste Wochenende von Juli angepeilt. Da haben wir die ganze Gruppen und alles, da sind die Vorgespräche und zum Teil auch der Verdreh unter Dach und Fach. So mit der Gemeinde übereinkommen. Da ist auch oben cool, wird ganz gut Event da stattfinden. Da ist auch alles reserviert. Und wir freuen uns ganz einfach drauf. Also wir sind voller Tatendrang. Genial. Da freuen wir uns drauf. Bei den Grünen Dragoner, da ist außer ein paar Jahre in dem Amt als Präsident, ist es heute Tages einfacher, junge Leute zu motivieren, die ihre Amt übernehmen, die in die Verantwortung sind. Auf ist das bei euch anders? Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir eine ganz junge Komitee haben. Also, und das vereinfacht natürlich auch wohl mit der Jugend und mit der kleinen älteren Generation, sage ich noch uns. Und wir vertrauen natürlich auch wohl an der Jugend. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe wohl Jugend, die motiviert sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Also in dem Hinsicht, merci. Wenn man Valetit von früher bis zu so wenig verklickt, ich glaube früher, wenn man uns eine Unstimmigkeit hau in einen Verein, da sagt man, Jod, Schwamm drüber, Möhre ist eine Nähe da, da jedet wären wir, hück halt mir auf, Lut wären wir nicht Amt niederlegen, Marktinger Krom Alling, ist das nicht ajour? Nee, wieso? Ich weiß nicht wieso. Ich sage immer, jeden Tag einen anderen Tag, et puis voilà, ou wer la vor, et puis voilà. Jawohl, nun kommen wir bei Jean-Marc. Jean-Marc ist nicht mehr hier bei der Ex-Prinz. Jean-Marc ist auch tatkräftig Mitglied bei der Wärmeschwärm. Und nur mit der Schwur, ja, wie sieht es bei der Wärmeschwärm aus? Mag die noch wählen, sind die Rote? Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen übermotiviert, weil wir vorher schon unsere Fingerwahl auch fertig kriegen. Und wir sind nur angefangen an der Neue zu bauen. Wir sind an Planen für den nächsten Karnevalszug. Und haben gesagt, sowieso ist das Zeit. Wo sind halt Stelle der Jura, das fällt also da abends. Wir haben vor Anfang zweimal den Werk, treffen uns Mann zuerst da. Weil ich gehe an der Warel. Und ich nehme die Frau, wenn wir sich versammeln dürfen. Auch wenn Versammlung AV werden. Da verdaubert genau das Thema in der Kostüme, das die auch anfangen könnte starten. Mit Lüft und wir denken nur an der nächste Session. Na, ist es da Hütze da überhaupt noch zu finanzieren? Das ist wirklich problematisch. Wir waren nicht Glück. Wir haben die letzten Jahre immer den 21. Juli können. AV, was auch natürlich auch mit Vollwerk verbunden ist, mit finanziell lohnt sich noch immer. Das haben wir nie gehabt. Wir haben immer das Glück, wir haben einen Ruf, die unsere Ware anfällt. Und mit dem Geld können wir doch wieder starten und damit dann mit finanziert erzählen. Wo wir unser Thema finanzieren haben, können wir uns wie noch einen Ex-Prinz, nicht in den Namen von der Flitsche, sondern als Ex-Prinz, Marco, wir haben dieses Jahr junge Prinzen kennengelernt, gesagt, kann das auch uns zum Möglichkeit ziehen, dass der Prinz ja so teuer geworden ist, dass man Flix zweimal überlegt, Prinz zu spielen? Also teuer. Jeder Ringer mag das, wie er es mag, will. Und da wird jedes nicht wirklich in Richtung, wie viel das kostet, weil einer kennt mit Jolt Werpen und der andere mit einfach normal sagen. Also das ist. Jeder Ringe mag das, wie er will. Ich glaube, wenn du Karnevalist bist, da willst du auch einen Prinz machen, auf jeden Fall spannend. Da denkst du nicht an das Finanzielle. Voilà. Indra,
Du hast uns eben gesagt, du bist 2.0. Das finde ich wunderbar. Und du hast noch eine Damengruppe, Annemarie. Ja, wir sind 7 Mädels, die sich zusammengeschlossen haben, einfach weil sie das gleiche Interesse haben, nämlich wir lieben den Karneval. Wir sind seit 2016 so zusammen, wie wir jetzt im Moment zusammen sind, sind auch Teil des Rosenmontagszuges und möchten immer gerne Spaß untereinander haben, Spaß auch mit den anderen Karnevalisten, nehmen deswegen natürlich auch an den Sitzungen der verschiedenen Vereine teil. Wir sind also nicht gebunden an einen Verein und auch nicht, dass wir sagen, ein Verein ist, das so, ist unser Lieblingsverein, sondern wir unterstützen mehrere Vereine oder fast alle Vereine hier halt im Ort, in der Gegend und freuen uns jedes Mal wieder auf die Sitzungen, dann natürlich auch freuen wir uns darauf, immer die ostbelgischen Interpreten zu sehen. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit für uns. Und wir fiebern schon von Sommer an, machen unsere eigenen Kostüme, gestalten die immer selbst und so Schritt für Schritt, bis das der Karneval dann vor der Tür steht und wir wirklich fertig sind. Also voll motiviert. Voll motiviert. Wir versuchen, die Motivation natürlich auch weiterzugeben, auch im Rosenmontagszug, dass wir andere mit hinzunehmen, die sonst nichts mit unserer Gruppe zu tun haben, aber trotzdem immer wieder gerne zurückkommen. Stani, du hast öfter hier kalt, bei euch Jubelfest, da jedet mir ob Jugendprogramm hin. Jed nicht irgendwann bei Ballermann-Musik in jede Menge modernen Musik irgendwann eine Tradition verloren? Nee, just nicht. Wenn wir sagen, dass wir ob die Jugend war, Jugend, wird wir jetzt für die Jugend Attraktives bringen, was auch das ältere Publikum begeistern kann. Und ich habe die glückliche, wirklich durch Zufall, sind wir da ob eng Sache gestürzt, wo wir jetzt hier Hand, was uns so gut gefallen hat, wo wir gesagt haben, das muss verbringen, das muss verhaken, weil da kann noch uns all den jungen Bievieren. Da wird musikalisch jetzt kommen, was ähnlich war, jung Darsteller auf jung Musikerbrat wird, die Spiele querbeet, die Spiele war aber einfach Zizi Top, einfach atemlos war Helene Fischer, genauso wie ihr Kölschlied. Also das ist wirklich, und das Schöne daran ist, die Spiele nicht ein Stück gut, die Spiele immer Refrain, Engstrophe, Refrain, nächste Lied. Und da wirst du mindestens 4 Stunden mitgenommen in eine musikalische Zeitreise, von den 60er Jahren bis heute. Und das ist wirklich jetzt ganz einmaliges, das ist neu auch für Kellermes. Und wie gesagt, wir sind das Kieke gewesen, wir sind das auch mit Junglü, weil unsere Verein Kieke gewesen, die auch begeistert waren. Denn das war uns wichtig. Wir können uns immer amüsieren. Und die Jungen amüsieren sich vielleicht heute ein bisschen anders, als wir es gewöhnt sind. Aber wenn wir da mit Jungen Ort bei stehen und uns da richtig können amüsieren, was Ziel und Zweck von der ganzen Sache ist, da kriegen wir mit Sicherheit ein wunderbares Wochenende. Und ich soll der Ruhe warm des Tanius Satan mit einem Dragon übernehmen, was auch der erste Rund und nun haben wir voll immer gekalt für junge Lü, nächste Generation. Und du hast das erste Rund gekalt mit Tatas 2.0, die super Zusammenarbeit. Aber wie hat der letztes Jahr erlebt? Nu? Ich glaube, bevor dass man mit was planen kann, muss man sich die Situation erfordern. Weil bevor das war, irgendetwas plant, wenn ich jetzt plane, dann plane ich das anständig. Und im Moment ist alles in Standby. Wir schreiben auf Zwach, wir haben sie über Facebook, wir haben den Dragon noch. Ein paar Fotos, ein paar Witze, ein paar Erinnerungen und vor allem auch ein paar Ideen für die Zukunft. Und Pio Verabier. Genau das. Und das ist, glaube ich, der Tenor, was man überall ein bisschen gehört. Das ist der Hütze da, über die modernen Medien Kontakte haben. Na, ich würde ja voll möglich gehen. Als Ex-Prinz, liebe Jean-Marc, du hast den Karneval gekannt, wie wir klingen waren, wie wir groß geworden sind. Du kennst den Karneval, war hü. Siehst du den Tiet von früher bis hü positiv, auf siehst du, ach, ich wünsche mich ändern, so wenn ich gedrückt aus der Aue Schunkelwalzer? Nö, überall den Tiet ändern. Also, ob es Beruf ist, ob es serbische Sport ist, auf der Karneval. Das ist natürlich auch schön, wenn man immer die Audiotscher hört, auch wenn es an der Fernseh die Aubüten reden, auch auf der Radio hört. Natürlich auch dabei. Das ist eben so. Die Zukunft gehört der Jungen, die haben andere Ideen.
Man muss gucken, dass man sich bremst, dass man an Traditionen denkt und dass alles in der richtigen Weg steht. Man muss sich ändern, das hat sich so wirklich nicht mehr. Wir sollen immer unsere Finger Tradition, das Karneval hier oben, aber das ist das Wichtigste, würde ich. Danke. Ja, und Marco, voilà, wir haben aber Experiment mit dich gekalt, wir haben über der Flitsche mit dich gekalt. Und was hast du noch? Ist die Schule. Ja, richtig. Wie ist es mit den Kindern? Lebt man noch Karneval, wie nur? Wir haben ja hier so nicht, wie war das für ihr Werk? Also wir haben da donnerstisch und friedlich in Schule mit den Kindern gewirkt. Wir haben versucht, die Kinder ein bisschen Normalität zu geben. Und auch da aus Kultur zu übergeben. Singen, tanzen, natürlich mit Abstand, wie man muss, aber die Kinder haben Spaß. Und das ist noch uns normal. Da ist der Battle. Ja. Liv Indra, Kinehemo Karneval 2.0 hat für uns eine Anfang geholt. Du hast dich da interessant und du bist auch der Bände. Du hast da ganz wohl Motivation. Wer ist der Bände? Wie sieht das sich überhaupt wie Kinehemo Karneval 2.0? Ja, das ist eine Gruppe, die sich gebildet hat aus verschiedenen Teilnehmern. Das sind einmal aus den Vereinen heraus, das ist aus den Wagenbauern heraus, wir als kleine Gruppe, das ist die Gemeinde, die damit bei ist und auch uns unterstützt in dieser Sache. Das sind also aus ganz verschiedenen Motivationen heraus. Wir sind wir sind fast 20 Leute, die das machen und immer sehr motiviert mit dabei. Vielen Dank. Ja, nur Hand für die Gesprächsrunde langsam zu Ende. Mehr vom Motto noch, wenn ich Musik höre. Genau. Und zwar, es gehört Mario und Marlon Simons. Die drei B, das heißt Gino und Marlon Simons, auf die Bühne, fertig, los. Du bist Krickelstein in Kirkeblei, du bist auch VBC, bist Tennisclub in der Union, überall mit der B. Du bist das Trochuskapellchen in der Emma Busch, doch hier ist Glück sowieso. Du bist Select in der Dancefeed, da Riva Level Hur. Du bist Casino hier in Albertschrott, an der Eng in der Patronage. Du bist Pinsel, Grusch und Spätzejub, in der ganze Legelse Marsch. Denn du bist Kelmes, ob du willst oder auch nicht. Du bist Kelmes, weil ein echter Kelmes auch mehr, ich Kelmes je. Du bist Kelmes, du bist super tolerant, nimmst jede Ringe ob der Ärmel in Hand. Du bist ein Küchenspektakel, du bist auch never weg, aus heimliche Hauptstadt, heen DG. Du bist Kohle, Buren, Promi-Brüch, da verloren Sohn in mir. Du bist jen Weltkulturstadt, doch dich steht nix mehr wie. Du bist Schotte, Dans und Hummel, du überall in Mittel-Dorbee. Bist Museum, Küche, der Schütze, in der Karneval, mein Dost, ganz heim. Denn du bist Kelmes, ob du willst oder auch nicht. Du bist Kelmes, weil ein echter Kelmes auch mehr in Kelmes geht. Du bist Kelmes, du bist super tolerant, nimmst jede Ringe auf der Ärmel in Hand. Denn du bist Kelmes, ob du willst oder auch nicht. Du bist Kelmes, weil ein echter Kelmes auch mehr in Kelmes geht. Du bist Kelmes, du bist super tolerant, nimmst jede Ringe auf der Ärmel. Du bist das schönste Dorf von der ganzen Eck der Welt. Du bist Lache und auch Jinge und hast die Musik bestellt. Und wenn das nicht genug ist, rufen wir noch Alarm. Neun Dreier Blumenkorso und aus Acht lupen wir hier auf. Der Schütze strahlt der Autoshow und ein Schwimmbad zu Isur. Das Ganze ist aus Kelmes, ein Jans Kelmes, das bist du, denn du bist Kelmes. Ob du willst oder auch nicht, du bist Kelmes,
weil et echte Kelmeser mehr in Kelmes geht. Du bist Kelmes, du bist super tolerant, nimmst jede Ringe ob der Ärmel in Hand. Denn du bist Kelmes, ob du willst oder auch nicht. Du bist Kelmes, weil et echte Kelmeser mehr in Kelmes geht. Du bist Kelmes, du bist super tolerant, nimmst jede Ringe ob der Ärmel. Ja, lief Karnevalist oder Dute, ich hab dich, euch jedes Jod, der blitz gesund. Nehmt euch eure Knuffelkontakt auf eure Teddybär, auf eure Hund, vor jünde Witsch geschunkeln und zusammen mit der Trönsche im Gesicht. Packt einfach mit, singt leise mit, dass das nächste Jahr irgendwo bei ist. Da sind wir alle zusammen, in Viere, unser Fingerkarneval. Die Sehnsucht. Nur unser Fingerkarneval. Nächstes Jahr, ganz hier kommen. Ach, schon Mittwoch da, nur ist alles hier durch. Kerze, die bloß gemeinsam uns hauen los ganz was mit dem Tröntchen im Gesicht. Das ist ganz normal, so geht Karneval. Wer schunkle ich allemal wie Hand in Hand sind fest. Nächstes Jahr werden wir weg. Feiern unser Druck auf unser Karneval. Das ist ganz normal zu jedem Karneval. Feiern unser Druck auf unser Karneval. Das ist ganz normal zu jedem Karneval. Feuern unser Tod auf unser Karneval. Zu jedem Karneval. Badam, badam.
Ja, lief Karnevalist, das war Gino und Marlon. Wöl, merci für die schöne Darbietung. Und wir haben noch wieder das Programm. Und das ist unser Kulturchef. Ja, auch für mich eine Finger genommen da an euch, Ruth. Hey, wann auf die Bühne? Ja, mein lief Damen und Herren, ich will auch ein paar Wörter sagen. Nämlich, wenn man sieht, was ich kenne Hemo, in die ganz speziell Tite, geschaffen worden ist. Ich kann ganz einfach in der Hand von noch nicht drüber gekalt. Über zum Beispiel die Schaufensterdekorationen. Wenn man durch Kelmes sieht, ist es wunderschön, wirklich. Man kann dadurch spazieren, man kann sich jeder Schaufenster ankicken. Jedes speziell Kostüm, Prinzenkostüme, auf auch andere Kostüme, kann sich die ins Vernorder bekicken. Ist ein wunderbares Bild, den ich glaube, ein Fing sag. Mehr, ich will auch hier für die ganze Veranstaltung eine gute Merci sagen. Wir haben nämlich hier jetzt oben Bein gestaut, das ist der erste Kier, wir uns alle mal das für so jetzt machen. Und ich würde eine gute Merci sagen, Avotec, der DJ Brian hier für das ganze Material, die Lampe, was er sieht, dort tun. Und Radio Sunshine auch hier für die ganze Kameraaufnahme. Und alle voran hier natürlich unsere Bönes in der Moderation. Dankeschön. Und unsere Freund, mittlerweile Herbert, auch an dich eine gute Merci, dass du hier die Sack mit uns gemacht hast. Also, Karneval ist noch immer da. Keine Hemo ist noch immer da. Und wenn man sieht, wie das hier, was stattgegangen ist, ich glaube, da kann man mehr applaudieren. Natürlich sind hier nicht viele Leute applaudieren, da sagen wir auch eine ganz gute Merci an die, was hier öfter oben Bühne standen haben, und die, die noch kommen werden, an uns Präsidenten, an uns Vertreter, Wandervereine, gut aufklingen. Ich bin einfach mehr als Kulturschöpfe hier stot. Dankeschön. Danke, Mirko. Ja, lief Freunde, lief Närrinnen und Narren, lief Zuseherinnen und Zuschauer daheim. Das war der Traditionssondig, ich kenne Hemo, der etwas anders ist als sonst, nämlich das Johann von der Traditionssondig mit Hillewöl Präsidenten, mit Wagenbauer, mit Karnevalisten, die da kenne Hemo Karneval anwöre, verhand Klamauk, verhand Verwenneke, von alles Jahr, in so Jahr eine Maskenübergabe. Und ich glaube, da hat alle mal mitkriegen. Ich hoffe, das nicht langweilig war, liebe Herbert. Ich glaube, das war ein ganz fein rund. Also, ich bin begeistert. Du fliegst, können wir schon noch uns irgendwann wiederholen. Hoffentlich ohne Epidemie, und dass das da ganz von der Link von der Stadt geht. Dankeschön an euch alle mal, und wir wünschen euch noch eine Fingerkarneval, alles Jutz, und ja, Dremol, Kelmes, Alaf, Knemo, Alaf, Kelmes, Alaf. Alaf.